Wurde uns zum Beispiel vorgeworfen, dass wir die tatsächliche Finanzsituation der Gemeinde gegenüber der Aufsicht falsch angegeben hätten. Das stimmt. Zu Beginn meiner Amtszeit habe ich wirklich die tatsächliche Finanzsituation angegeben. Unter anderem auch deswegen, weil ich am 17. April im Beisein von meinem Kassier, Karl-Heinz Vödel, die Finanzen übergeben bekommen habe von meinen Vorgängern, Michael Bischoff und Andreas Haas, wo insgesamt etwa 600.000 Euro einfach nicht angegeben waren in der laufenden Gefahrung, wo keine Leasingbeträge angegeben wurden, überhaupt keine Leasingverbindlichkeiten bekannt gegeben wurden. Das wäre ja nicht notwendig gewesen. Über 17 Millionen Betrag. 17. Wo nicht bekannt gegeben wurde, dass wir ein illegales Konto besitzen. Wo mir nicht bekannt gegeben wurde, dass die gesamtlaufenden, die kurzfristigen Verbindlichkeiten ungefähr um 700.000 Euro über dem maximal gesetzlich zulässigen Limit, das damals 1,790 betrogen hat. Das heißt, die Finanzsituation wurde bei der Übergabe falsch bekannt gegeben. Insgesamt summieren sich die Bankverbindlichkeiten, der Darlehensstand und der Leasingstand addieren sich gemeinsam auf eine Summe von 36,7 Millionen Euro zum Zeitpunkt der Übergabe. Das ist uns leider auch erst nachher aufgefallen. So, der nächste Vorwurf, der an uns erhoben wurde, ist auch gravierend, dass wir es gewagt hatten, einen Beschluss zu fassen, um die Firma ICG mit der Feststellung des Finanzstatus zu beauftragen, in der Höhe von 20.000 Euro. Ohne, dass wir dafür ein Budget geplant hätten. Ist gravierend und ist zutreffend. Wir haben das tatsächlich gewagt, 20.000 Euro auszugeben, um den effektiven Finanzstatus erreichen zu dürfen. Das ist allein eine halbe Seite Vorwurf drin. Was ist die Firma ICG? Die Firma ICG, Integrated Consulting Group, ein Grazer Unternehmen, das eine sehr, sehr hohe Kompetenz in Gemeinde Angelegenheiten besitzt. Ich habe einen externen Berater, von dem ich gesprochen habe, ohne den. Dann wird uns vorgeworfen, dass wir die tatsächliche Finanzsituation der Gemeinde verschleiert hätten, indem wir es gewagt hatten, die zugesagte Bedarfszuweisung der Höhe von 1 Million Euro nicht in den Plan aufzunehmen. Dann wurde uns vorgeworfen, dass wir den eingeschlagenen Konsolidierungspfad verlassen hätten. Sollte es diesen Konsolidierungspfad tatsächlich jemals gegeben haben, so wurde dieser sicher von unseren Vorgängern längst verlassen. Sonst hätte uns das Land sicher nicht am 22.05. aufgefordert, ein Konsolidierungskonzept erstellen zu lassen. Das heißt, der Prüfbericht widerspricht sich mehrfach in seiner eigenen. Und dass wir die Gemeinde falsch informiert hätten, ist unrichtig oder nicht. Im Gegenteil. Nicht nur haben wir beide und auch die Gemeindeaufsicht laufend informiert, immer sofort bei erster Gelegenheit alles auf den Tisch gelegt, sondern es sind einige Informationen, die im Prüfbericht sich wiederfinden, die die Gemeindeaufsicht ohne unser Zutun gar nie gefunden hat. Und was mir auch noch vorgeworfen wurde, ist, dass ein wesentlicher Schaden für die Gemeinde entstanden ist, weil wir nicht in das neue Gemeindeamt gezogen sind. Und damit die geplanten Mieteinnahmen hier im Gemeindeamt, im Alten, wo geplant war, dass wir hier 30.000 Euro Mieteinnahmen erzielen, nicht lukrieren konnten. Die Gegenfrage ist, wie viel würden Sie erzielen, wenn Sie jetzt das neue Gemeindeamt vermieten? Etwa 100.000 Euro im Jahr. So, allerdings gibt es einige Vorwürfe, sind alles Vorwürfe, die man zurückweisen muss, sind lächerlich. Im Wesentlichen sind das alles lächerliche Vorwürfe. Es gibt aber einige Vorwürfe, die durchaus zutreffend sind. Und dass die Finanzplanung geschlampert ist, fehlerhaft ist, dass die Buchhaltung geschlampert ist, stimmt nicht, aber mangelhaft, fehlerhaft ist, und dass die Verwaltung desaströs wäre, sind Vorwürfe, die stimmen. Da kann ich nichts dagegen tun. Die sind berechtigt. Jedoch gab es jemanden in der Gemeinde, der eigentlich dafür angestellt war und auch befähigt war, genau diese Punkte
in Ordnung zu bringen. Wird jetzt ein neuer Amtsleiter installiert oder ist das? Es gibt den Amtsleiter noch, er ist nur im Krankenstand. Solange dieses Dienstverhältnis aufrecht ist und nicht klar dokumentiert ist, dass es beendet werden soll, von welcher Seite auch immer, bin ich nicht befugt, einen neuen Amtsleiter auszuschreiben. Aber es ist de facto so, ohne Amtsleitung werden wir die nächsten Wochen auch nicht wirklich gut überstehen. Und die Monate auch das Konsultierungskonzept. Das heißt, wir brauchen dafür eine Lösung. Aber es ist zusätzlich noch, ist uns selbst aufgefallen, dass wir massivste Missstände noch haben. Wir haben überhaupt keine Organisation, es gibt keine Entscheidungsfähigkeit. Alle Bediensteten der Gemeinde, die irgendwelche Rechtsgeschäfte, die irgendwelche Geldgeschäfte gemacht haben, waren nicht dafür. Es gab keinerlei Ermächtigung, die gesetzlich vorgeschrieben wäre. Die Zeichnungsberechtigungen in der Gemeinde auf den Konten waren Einzelzeichnungsberechtigungen für alle Vorstandsmitglieder. Es gab keine doppelte Zeichnungsberechtigung. Jeder hätte alleine dort hingehen können und eine Million abheben, wenn es verfügbar gewesen war, jemals und anders. Ich möchte, die EDV war so schlimm, dass ich es nicht einmal traue, mir zu sagen, wie das war, von der Sicherheit her. Aufgrund dieser eklatanten Missstände und dem Wissen, wie gesagt, dass wir eben sowas brauchen, habe ich, wie bereits gesagt, dem Amtsleiter am 24. September das Vertrauen entzogen. Und wir haben in der Zwischenzeit alle diese Dinge in Ordnung gebracht. Wir haben es tatsächlich geschafft jetzt, und das ist auch mit einer Grund, wieso die Mitarbeiterinnen da hier 60 Stunden in der Woche und mehr gearbeitet haben. Wir haben tatsächlich die komplette Planung neu aufgestellt. Wir haben das Konsolidierungskonzept beschlussfähig gemacht. Wir haben alle Mitarbeiterinnen, Autorisierungen haben wir jetzt bereits erteilt. Wir haben die gesamte Zeichnungsberechtigung in der Gemeinde neu geordnet und rechtskonform aufgestellt. Wir haben die EDV neu strukturiert, komplett neu aufgestellt. Wir haben die gesamte Ablage in Frage gestellt. Wir haben organisatorische Einheiten mit Entscheidungsbefugnissen installiert. Und eines der größten Errungenschaften der Gegenwart, wir haben erstmals in der Geschichte der Gemeinde regelmäßige Abstimmungsgespräche zwischen den Abteilungen angeführt. So lächerlich das klingt. So, ein Problem, das wir auch noch haben, ist die Software. Der Grund, wieso die Buchhaltung so mangelhaft ist, liegt nicht in der Verantwortung der Mitarbeiter. Die Software, dieses Pilotprojekt, für das sich die Gemeinde 2013 entschieden hat, entgegen der Empfehlung, ist nicht in der Lage, rechtskonform zu arbeiten. 90% der Kritikpunkte in Richtung Buchhaltung sind deswegen berechtigt, weil die Software nicht in der Lage ist, den Anforderungen der Kameralistik zu entsprechen. So, das war das eigentlich. Bitte, um Ihre Frage. Was heißt denn das Vertrauen dazu? Der wird nicht mehr Amtsleiter sein. Das heißt, wenn wir uns nicht darauf einigen können, dass wir uns trennen, in welcher Form auch immer, wird der Amtsleiter bei vollen Bezügen ohne jegliche Einschränkung seinen Dienst in einer anderen Funktion in der Gemeinde fortsetzen. Er ist als Amtsleiter freigestellt. Dann könnte man sich auf die Suche nach einem neuen Amtsleiter machen. Dann ja. Momentan sind wir im rechtsleeren Raum, weil er im Krankenstand sitzt. Seit wann war der Amtsleiter? Seit 2011. Das heißt, mitten in diesen ganzen Geschichten involviert. Und ja, das Vertrauen haben wir eben nicht mehr aus fachlichen Gründen. Und wie lange kann er sich in dieser Krankenstandssituation befinden? Mir wurde gesagt, das kann Monate und Jahre dauern. Was heißt Vertrauen nicht nur aus fachlichen Gründen entzogen? Genau das, was es heißt. Okay. Wie viele Mitarbeiter sind da in der Verwaltung jetzt tätig? Die wirst du? 9 Mitarbeiter in der Verwaltung. Nachdem der Amtsleiter weg ist, haben wir jetzt nur mehr. Und auch eine Mitarbeiterin aus der Buchhaltung sich im Krankenstand befindet, sind wir nur mehr 7. Die stemmen quasi gemeinsam jetzt die Verwaltung da, die auch der Amtsleitung. Die machen die Amtsleitung. Die machen ein komplettes Konsultierungskonzept, die machen den Rechnungshofvorbereitung, die machen alles. Das ist ja nicht der Wahnsinn. Welche Rolle spielt eigentlich
heute nicht hier. Ich bin vielleicht auch emotional. Sehr. Sehr. Sehr froh. Ja. Er versucht derzeit seine Situation so darzustellen, dass er zu kurz im Amt war, um etwas ändern zu können. Das heißt, er hat ja im Frühjahr 2014 das Amt des Bürgermeisters übernommen. Auf den Hinweis, das ist auch gestern bei der Gemeinderatssitzung geschehen, wir haben darauf hingewiesen, dass er schon sehr lange im Gemeinderat tätig ist, dass er Vizebürgermeister war, also im Vorstand tätig war. Seit 2011, Vizebürgermeister. Ja, dass er hier über die Vorgänge an und für sich Bescheid wissen müsste, beziehungsweise auch sehr viele Entscheidungen mitgetragen hat. Das sieht er nicht so. Er meint, dass er... Du brauchst ihn jetzt aber nicht in seinen Namen sprechen. Sag dir einfach, was du denkst. Ja, er versucht sich ganz einfach von der Verantwortung zu berichten. Also, wir hatten gestern eine Gemeinderatssitzung, Entschuldigung, ich muss das jetzt wirklich sagen, wo er eben auch zu den Prüfern Stellung nehmen wollte und es quasi das zurückgewiesen hat, dass er jetzt in jeder Schuldige sein soll. Und er hat sich im Zuge dieser Gemeinderatssitzung mehrfach selbst widersprochen. Wir haben einen Punkt, den ich zumindest in den Raum stellen möchte. Wir wurden informiert von über Umwege von Nachbarn, die beobachtet hätten, dass die Papierkübel plötzlich überquellen würden. Zur gleichen Zeit wäre angeblich plötzlich ein Schloss montiert worden. Dort, wo die Tür zu dem Müll, zum Müllbereich ist. Das war unmittelbar nach der Wahl. Das war zwei Tage nach der Wahl. Drei Tage nach der Wahl. Drei Tage nach der Wahl. Genau. Gleichzeitig ist uns ein E-Mail zugespielt worden, jetzt erst vor kurzem, in dem die führenden Mitglieder der SPÖ unter Federführung von Herrn Bischof sich ab 22 Uhr im Gemeinderat getroffen haben. Gemeindeamt. Im Gemeindeamt getroffen. Und gleichzeitig haben wir eine Rechnung von der Firma Saubermacher vorliegen, auf der steht Aktenvernichtung. Der Sonntag. Sonderabholung. Und deswegen haben wir uns erlaubt, dass du dir erlaubt, gestern die Frage zu stellen, kann das sein, dass das, was die im Prüfbericht steht, dass die das wesentliche Unterlagen nicht auffindbar sind, etwas damit zu tun hat? Er weiß von nichts. Versicherung. Wir haben. Entschuldige, ich muss mich entschuldigen, ich muss beruflich. Wir haben. Da kann man natürlich. Es gibt, also auch im Rahmen dieser Einsparungspotenziale haben wir auch natürlich die Versicherungen analysiert, haben dabei festgestellt, dass ein Potenzial in der Höhe von 50.000 Euro zu lukrieren gewesen wäre, wenn nicht im Jänner sämtliche Versicherungsverträge von der Gemeinde hat um weitere 10 Jahre verlängert worden wären. Es hat dann ein Gespräch mit einem Makler gegeben im März, das ich gestern den Herrn Bischof direkt angesprochen habe. Er konnte sich nicht daran erinnern, dieses Gespräch. Ich habe mit diesem Makler auch gesprochen. Also genau dort werden diese Potenziale gewesen sein. Ist leider. Das heißt, es wir können zwar, wie Sie wissen, wir sind nicht im Konsumentenschutz, kündigen, geht bei Verträgen als Kommune schon, oder da brauche ich einen Schadensfreier, sonst irgendwas dazu. Aber nachdem dieses Versicherung, unser Versicherungsmakler von mit Jahresende ohnehin in ein anderes Unternehmen einfließt, werden wir mit Jahresbeginn dort neue Verhandlungen führen, beziehungsweise... Aber das Wesentliche, das Wesentliche ist, dass wir dort ein Potenzial gehabt haben, ein Einsparungspotenzial von über 50.000 Euro, das am Tisch lag und das nicht lukriert wurde, aus welchen Gründen auch immer. Und aus welchen Gründen auch immer für auf 10 Jahre Pauschenbogen alle Versicherungen neu abgeschlossen wurden. Wie so viele andere Verträge auch im Vorfeld der Wahl, die noch schnell, ganz frisch und ganz lange abgeschlossen wurden. Und wir befürchten, dass tatsächlich auch Schäden entstanden sind für die Gemeinde in den letzten Jahren, die wir noch gar nicht wissen.
Und wir hoffen, dass der Rechnungshof uns dabei behilflich sein wird, das tatsächlich auch herauszufinden. Es gab auch keine Ausschreibung dazu, wurde nur so sagen. Die gesamten Vergabevorschriften, die zwingend, wirklich zwingend notwendig sind, aufgrund gewisser Parameter, wurden in der Gemeinde über Jahrzehnte hinweg missachtet. Die Ausschreibungen missachtet, oder was? Die Ausschreibungsbedingungen. Es wurden einfach die gesetzlichen Mindestbedingungen einer öffentlichen Körperschaft, die bei Ausschreibungen nicht missachtet, nicht beachtet, nicht befolgt. Es gibt ein Bundesvergabegesetz, da gibt es Regeln. Hauptsanwalt, der Mittel jetzt noch keiner, oder? Das ist nur wir hatten das Ihrem Artikel entnommen, von Thomas Rosenthal entnommen, dass der Staatsanwalt informiert wäre. Daraufhin habe ich meine Anwältin gebeten, das doch nachzuziehen. Sie war am nächsten Tag um 8 in der Früh beim Staatsanwalt, der nichts davon wusste. Bis heute gibt es keinen Ermittlungsauftrag. Aber heute bekommen Sie einen von uns. Weil wenn, was mir auch vollkommen unverständlich ist, die Gemeindeaufsicht, sind auch alles Beamte, einen Schaden feststellen, haben Sie meines Verständnisses nach die Staatsanwaltschaft, das anzuzeigen, diesen Schaden. Warum Sie uns diesen schwarzen Peter zuschieben, weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall dem Recht folgen und diesen Schaden, der von der Gemeindeaufsicht in dem Prüfbericht behauptet wird, festgestellt wird, werde ich anzeigen bei der Staatsanwaltschaft und werde bitte die strafrechtliche Relevanz zu überprüfen. Das wird heute passieren. Das passiert heute. Mhm. Der Antrag ist auch gestern im Gemeinderat einstimmig beschlossen worden. Der Staatsanwaltschaft. Genau, das wird im Prüfbericht. Mit den Stimmen der SPÖ. Mit den Stimmen der SPÖ. Mhm. Wobei man zu ihrer Verteidigung sagen muss, ich glaube, Sie waren gestern, Sie haben wirklich Ihr Fett abbekommen. Ich glaube, Sie hätten sich nicht getraut, irgendwo dagegen zu stehen. Es waren okay. Zahlreiche Bürger da, wie gelesen habe. Es waren, glaube ich, 100 Bürger, die einzeln gestanden. So was ich gesehen habe, waren die Parkplätze voll. Ja. Das Interesse ist enorm. Und dann wissen Sie, was das Tollste ist? Die SPÖ hat gesagt, das wird ihm das Genick brechen. Die Bürger sagen, ja, ist eh klar, wir müssen sparen, ist eh klar. Wir hätten uns viel schlimmer gedacht. Die Bürger haben ein mehr als Verständnis dafür. Ja? Was los ist. Und diese Riesenangst, auch der Grund ist so, die eben ihr Konsolidierungskonzept nicht eingehalten haben, dass sie alle Entscheidungen, die sie bereits getroffen haben, wo sie einsparen, sagt dann, das schiebt man auf die neue Regierung. Wir haben es entschieden. Die Bürger sind uns dankbar. Die SPÖ hatte Angst davor, den Bürgern etwas wegzunehmen. Die SPÖ kommt jetzt noch immer daher und möchte zusätzlich Geschenke machen. Es ist wirklich, der Realitätsverlust ist, glaube ich, parteiimmanent. Das ist eine parteiimmanent. Ist feststellbar, wie viel Gelder an die Partei geflossen sind im Sinne von Parteiförderungen in den letzten Jahren? Nein, das haben wir uns überhaupt nicht angeschaut. Wobei, da gibt es eine gesetzliche Grundlage, die kaufe ich doch eingehalten. Und was ist mit dieser knapp 500.000 Euro, die es Förderung gegeben hat an den Sportverein im Jahr, wo auch der Herr Bürgermeister Peyer Vorsitzender war? Haben Sie Es gab tatsächlich ganz relevante Förderungen an Vereine. Bisher waren die Förderungen so gestaltet, dass die, die am lautesten schrien oder die, die die besten Beziehungen hatten, da rede ich durchaus davon, dass die, deren Mitglieder auf dem Gemeinderat saßen, die maximale Förderung, die höchsten Förderungen bekommen haben, manch andere überhaupt nichts bekommen haben. Das ist einer unserer Einsparungspotenziale. Wir werden die Förderlandschaft komplett umkrempeln. Wir fördern ab sofort nicht mehr mit dem Gießkannenprinzip oder mit dem Lautsprecherprinzip, sondern wir fördern ab sofort Jugendliche. Kinder und Jugendliche. Jeder Verein, ob es ein Tanzverein ist, ein Musikverein ist oder ein Fußballverein ist, wird pro Jugendlichen, harter Jugendlichen, dem er eine sinnvolle Beschäftigung bietet, von uns gefördert werden. Das ist etwas, was wir machen dürfen, was der Kommissar streichen würde. Wir wollen das tun. Aber wir wollen nicht mehr Erwachsene fördern, nur weil sie Eishockey spielen in ihrer Freizeit. Gab es eigentlich andere Gemeinden, die Stützungszahlungen an Hart gegeben haben? Nein, es gab keine Stützungszahlungen, aber es gab durchaus Stundungen von Verbindlichkeiten, die die Gemeinde Hart bei Graz, bei der RADA zum Beispiel,
hatte, die mittlerweile beglichen sind. Aber da gab es durchaus auch selektive Möglichkeiten, um die Verbindlichkeiten der Gemeinde darzustellen. Und jetzt werden Synergien gesucht mit den Nachbargemeinden, oder steht auch im... Bitte? Jetzt werden Synergien gesucht mit den Nachbargemeinden, also Haselsberg. Ich verstehe es akustisch. Synergien, Synergien werden gesucht. Das ist ein Riesenpotenzial. Es finden laufende Gespräche statt mit den Nachbargemeinden, mit allen Nachbargemeinden inklusive der Stadt Graz, wie wir es tatsächlich schaffen können, Synergien zu finden. Und da wird zum Beispiel ein Thema, ist die Eishalle. Die Eishalle kostet uns im Jahr 300.000 Euro Abgang, obwohl sie ausgelastet ist, von früh bis spät. Es gibt keine andere Halle, die so gut ausgelastet ist wie die Harte-Eishalle. Allerdings betrifft das nur 7% der Harter Bürger, weil der Rest zwar nicht aus Hart. Also habe ich die Nachbargemeinden gebeten, ob sie darüber nachdenken können, ihren Anteil am Abgang doch zu begleichen, und bin interessanterweise auf offene Ohren gestoßen. Das heißt, darüber wird verhandelt, zum Beispiel. Auch wird darüber verhandelt, dass wir gewisse Institutionen, die wir gesetzlich verpflichtet sind zu erbringen, aber die nicht die Auslastung haben, zusammenlegen. Das ist vom Bauhofsachen bis hin zum Standesamt so. Wir müssen alle Standesbeamte haben und wir müssen zwei haben. Weil wenn der eine krank ist, muss der andere die Totenscheine ausschreiben. Warum kann man es nicht gemeinsam machen? Und da gibt es zahlreiche Potenziale, die gehen wirklich in die Hunderttausende, wenn man das wirklich in einem Reformgedanken auch andenkt. Ich glaube, dass die Zeit reif ist, das zu tun. Wir werden das mit unseren Nachbargemeinden umsetzen. Ich muss gestehen, dass wir Ihnen nicht die ganze Wahrheit gezeigt haben. Es gibt dahinter mehr Punkte noch, die noch nicht seriös quantifizierbar sind, die wir allerdings in der Hinterhand haben, die wir genauso auch angehen werden. Ich glaube, dass gerade in der Verwaltungsreform, gerade in unseren Abläufen, gerade in unseren Aufgaben, die wir haben als Gemeinde, ein Riesenpotenzial steckt. Und das ist etwas, was wir wirklich, wirklich angehen wollen. Sie haben gestern die Parkraumbewirtschaftung erwähnt. Ab wann würde die dann aktiv werden? Das ist eine Frage, die wir rechtlich klären müssen. Es gibt hier einen kleinen Rückschlag, nachdem wir mittlerweile erfahren haben, dass einer unserer Zentrumsparkplätze offiziell als Park-and-Ride-Platz ausgewiesen ist. Das ist eine Förderung des Landes eben natürlich bedingt. Und sollten wir dort jemals daran denken, Parkgebühren einzuheben oder gar nur einen Parkplatz zu entfernen, würde diese Förderung wegfallen und das sind 100.000 Euro. Das können wir nicht lassen. Das heißt, das ist ein Potenzial, wo wir einen Rückschlag belegen haben. Das werden wir in dieser Höhe nicht heben können, aktuell. Aber es wird de facto wieder erhöht. Wir haben jetzt schon ein Parkplatzproblem. Jetzt durch den Zuzug, der zu erwarten ist, werden noch einmal 300, 400 Autos bekommen ins Zentrum hinein. In den nächsten Jahren müssen wir da was tun und das wird Geld kosten. Auch den Tank kennen, den Autofahrer. Also grüne Zone für Hart. Doch herrlich, oder? Grüne Phase. Heute ist der Termin nicht geplant. Es gibt keinen Termin. Wir werden das einfach digital übermitteln. So sollen wir dafür reden drüber. Die Fakten sind bekannt. Staatsanwaltschaft, das sind die zwei. Richtig. Es wird heute ans Land und an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Das heißt, das Konsolidierungskonzept ans Land, inklusive der Stellungnahme zum Prüfbericht, die ich Ihnen teilweise vorgelesen habe, bitte die auszuteilen. Wenn du so liegt, ist gar nicht. Da sind noch einige Details drin. Und den gesamten Prüfbericht werden wir der Staatsanwaltschaft übermitteln. Oder das wurde bereits übermittelt. Das heißt, die Anzeige wird heute im Dienst. Nein, nicht die Anzeige, sondern wir übermitteln den Prüfbericht des Landes mit der Bitte um Prüfung und strafrechtliche Überprüfung der Vorwürfe. Laut meinem Infostand ist das schon im Gange quasi bei der Staatsanwaltschaft. Das ist bereits was, die haben aus den Medien gehört, dass was los ist. Bis gestern Vormittag. Und ist laut Aussage des Herrn Bacher. Die Aussage war noch nichts da. Wenn dem so ist, ist das super. Wir werden es trotzdem ermitteln, weil uns ist das noch nicht bekannt und ich weiß nicht. Also wenn das so ist, würde es uns das freuen. Das hat uns durchaus irritiert, dass die Staatsanwaltschaft gar nicht gewusst hat.
und gar nicht beauftragt wurde. Was, mit welchem Motiv wurde sowas behauptet? Und von wem wurde das behauptet? Macht nicht wirklich viel Sinn. Zu dem von Ihnen erwähnten illegalen Konto, was war daran illegal? Illegal war, dass man es einfach versteckt hat vor der Gemeindeaufsicht. Wir hatten ein Konto in der Höhe von knapp einer halben Million Euro, das, von dem keiner was gewusst hat. Wissen Sie, wer von der Gemeindeaufsicht dafür verantwortlich war, Hardware gerade zu prüfen? Wer das in unserer Vergangenheit war, weiß ich nicht. Ich kann nur darüber reden, wer das seit meiner Amtszeit. Und wer wäre das jetzt? Jetzt ist der Prüfungsverantwortliche Herr Dr. Wörmann und unser Aufseher ist der Herr Gruber, Mitarbeiter der Gemeindeabteilung. Letztendlich politisch verantwortlich für die Aufsicht ist Schickhofer. Der politische Verantwortliche für die Entdeckung der Gemeinde Hartberg Graz ist Schüssel. Da gab es ja gestern eine sehr interessante Landtagssitzung, in der die FPÖ ja ihre dringlichen Anfragen gestellt hat, wo der Schickhofer doch tatsächlich sich nicht so blöd war, den Prüfungsausschuss anzugehen, der von der FPÖ-Vorsitz war, weil das ist immer unter Vorsitz der kleinsten Partei. Und natürlich die Fristen nicht vergessen hat zu erwähnen, wahrscheinlich war es das gar nicht, dass denen Prügel in den Weg gelegt wurden, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die hatten keine Möglichkeit, wirklich zu prüfen. Effektiv. War auch eines der Dinge. Der Prüfungsausschuss in der Gemeinde, der ist eigentlich, wie nennt man das, kastriert. Okay, dann danke. Darf ich noch ein Foto machen? Darf ich ein kurzes Interview noch machen? Gerne, ja.